So. Ich mache immer, guck beim dritten zu, dann sieht man auch das hintere Feld beim Starten. Immer schön auch hinten, nicht nur vorne zeigen, denn überall ist es spannend. Und jetzt startet es. Und oh, sind mal gespannt, was passiert. Die Kurve wird langsam, wird's enger. Da hat's doch direkt einen schon rausgekickt, oder? Rockenberg ist raus. Rockenberg ist raus. Das habe ich doch im Hintergrund noch gesehen. Der wurde volle Kanne weggehauen. Ich hab's gesagt, erste Kurve tödlich. Fahrt doch einfach mal vorsichtig da. Eieiei. Retix jetzt noch auf der 4. Das heißt, auch in der Stelle gibt es schon direkt eine gelbe Flagge. Ach Gott. Und das Auto wird im Weg stehen. So, der Max ist immer noch Erster. Hier liegen überall Teile. Okay, das Auto ist wohl schon weg. Hinter Max kommt Marcel Kruse und wird gerade. Oh. Nicht wahr, hier wird es gerade sehr eng. Max ist eh wieder sehr weit weg. Hier hinten wird sich wieder bekabbelt. Hinter ihm. Das heißt, er kriegt wieder die Möglichkeit wegzufahren. Wie im letzten Rennen. Nächste Kurve hat er ihn, oder? Schalte ich doch mal durch. Haben wir den Kuli? Den Cool Angelo. Marcel, der im letzten Rennen auch Pech hatte, hat er nicht das gleiche Auto wie im letzten Rennen? Oh oh, schlimmes Rum. Basti mit dem Honda. Wo ist eigentlich Diego? Thank you.
Na, wird der Basti gleich überholt? Hinter ihm ist Diego auf der 16. Aber holt Diego gleich Basti? Nee, das ist doch zu weit weg. Spätestens in der nächsten Runde hat Diego aber Basti. Da können wir drum wetten. So. Amin. Oh, ist Amin abgeschlagen. Fährt auf Mediums der Vettel. Ob es so gut in Italien ist. DJ Rick auf der 3 fährt immer noch seine. Schön führend und baut wieder seine Führung aus, wie letztes Mal, wobei eigentlich die Fahrer, die letztes Mal mit ihm vorne gekämpft haben, sind weit hinten. Sophie hat letztes Mal mit vorne rumgekämpft. War es eigentlich schon. Maxi ging fährt leider heute nicht mit. So. Wie auf der 13. Dann hat er sie nun hinter sich. Ach, den Slay. Nein, Basti ist nicht rausgeflogen, der ist 16. Robbery. Der, keine Ahnung, was der so weit hinten macht. Ja. Das ist auch eins der Nachteile. Wir Kommentatoren sehen nicht das Wetter. Und was macht Basti da? Der sagt den Fans Hallo. Basti hat den Fans Hallo gesagt. Also leider wissen wir nicht, weiß ich jetzt nicht, wie das Wetter ist. Das wissen nur die Fahrer. Ja. Ja. Obwohl der Basti die Fans begrüßt hat, hat er aber keinen Platz verloren und Chef Chelsea ist raus. Eieiei. Der Jeff Chelsea. Sophie auf der 5. Nicht verfolgt. Oh, da. Steht der.
Mein Basti. Ah nee, Marcel. Das der Marcel ist auch raus. Das war der Marcel, der da stand. Ah, okay. Damit sind schon drei Leute rausgeflogen. Rockenberg. Oder? Sind drei rausgeflogen. Marcel. Okay. Rockenberg, Jeff Chelsea, Marcel und oi, oi, oi. Vier Stück sind schon raus. Schade. Der Patze, der verfolgt wird. Patze riecht es. Versucht wegzukommen. Mediums gegen Soft. Das heißt, rein theoretisch, Patze müsste früher in die Box. Und fährt jetzt auch in die Box. Vorher gesagt. So, mal gucken, was er sich aufzieht. Er nimmt die... Ich meine natürlich super soft, sorry. Aber eben standen da noch Softs. Naja, okay. Er hat von Soft auf so- von Super Soft auf Super Soft gewechselt. Mal gespannt, ob man so durchfahren kann. Oder macht er eine 3-Stopp, eine 2-Stopp? 3-Stopp wäre ja unkrass. So, da haben wir den Büttel, der jetzt auf der 5 ist. Ich will mal gleich die Startplätze durchgehen. Genau. Auf der 1 haben wir den Max. 02909. Den Launcher Day auf der 2. Auf der 3 It's Hofi. Auf der 4 Colangelo. Auf der 5 Bitte. Sehr gute Leistung. Auf der 6 Patze. DJ Rick. Dicht gefolgt auf der 7. Luzi auf der 8. Oh, Diego hat sich durch die Ausfälle nach vorne gekämpft. Von der 15 auf die 9. Auch gute Leistung. Basti jetzt auf der 10 in den Punkten. Bin mal gespannt, was Robbery dazu sagt. Vettel auf der 11. Auf der 12 Nick. Auf der 13 Slick. Kurtix auf der 14. Und der Armin auf der 15. Quivi, nicht so eine gute Leistung, aber er kämpft weiter auf der 16. Aber ist noch nah dran. Kann noch Plätze gut machen. Oh, und unser Führender fährt in die Box und tut sich was? Der hat immer... Das ist auch geil. Wir haben immer andere Reifen drauf.
stehen, die sie nicht nehmen. Er nimmt auch nochmal Super Softs. Ist dadurch aber jetzt vier, kommt als Vierter raus, weil er in der Box war. Mal gespannt. Muss sich wieder vorkämpfen, wenn der Erster werden will, wieder. Bis jetzt sieht er auch schon zwei Plätze vor sich. Und zwar den, bitte, den Colangelo. Den Büttel und den Colangelo sieht er vor sich. Das könnte was werden. Wir sind mal gespannt. Aber zuerst, Büttel ist auch sehr nah dran. Er könnte auch gleich den zweiten Platz holen. Aber er geht in die Box, damit hat Max wieder einen Platz besser. Max dadurch auf die 3 wieder. Das heißt, er muss jetzt als nächstes Colangelo holen. DJ Rick mit der schnellsten Zeit. Sind auf jeden Fall gespannt. Es ist noch ein heißes Rennen. Gucken wir mal durch, wo. Ja, wo ist Basti? Basti ist jetzt auf der 9. Heißt, der hätte jetzt 2 Punkte. Und Diego ist auf der 12. Uhu. 1, 13, 2, 7, 6 auf dem Führenden. Uhu. Andre Ferrari ist auf der 15. Die Ferrari ist hier im eigenen Land nicht so gut und Max hat die nächste schnellste Runde geknackt. Und Sophie, der neue Führende, letzten Rennen schon gut gefahren. Heute im Haas. Dicht gefolgt. Dicht gefolgt von Max. Oh. Max ist jetzt schon Zweiter. Hier liegen überall die Teile von den anderen Autos. Wir sind in der 13. Runde und alles ist noch möglich. Tipps von den Zuschauern. Wer schafft es noch in die Punkte? Wem drücken Sie die Daumen? Bitte. Da ist wieder Diego.
Diego mit dem Ferrari in Italien. Hier ist Queenie und er macht einen Platz gut. Was Lake zu weit rausgekommen ist. Hier wird auch schon überrundet. Vielleicht hat Lake auch gedacht, ich habe eine blaue Flagge. Ich mach Platz, aber in Wirklichkeit kam da dann Quivi und zieht einfach vorbei. Weil dicht dahinter war ja ein jemand, der überrundet. Das war ganz schön Pech. Also sah nämlich so aus, als ob Slake Platz macht. Dafür extra. So, hier haben wir den Patze auf der 5 mit dem McLaren. Fährt schön die Kurven an. Wollte schon sagen, wie ein Profi. Das wäre aber dann sehr viel geschleimt. Colangelo, ja, das ist doch Slake, der hinter ihm fährt. Langsam müssten die erst Mediums hatten, auch in die Box fahren. Hier so ein Vettel müsste so in der, sagen wir so, 18. Runde fährt der, glaube ich, rein und wechselt noch mal die Reifen. 18, 19. Oh, Basti aus den Punkten. Soft. Ich sehe dahinter auch schon den Diego, er kommt immer näher. Mal gespannt, ob Diego noch bis auf den 10. Platz schafft. Zuzutrauen ist es ihm. Haben ihn auf der 14. Auch mit Mediums noch. Da ist der Max in den Toro Rosso. Oh, Max, Serkuse hat die Session verlassen. Hat er schon. Jetzt hat er doch das Video beendet.
Gehen wir mal auf Büttel. Jetzt fünfter. Ich gucke ja gerne auf die Ferraris, weil es ist eigentlich ein Heimvorteil, aber irgendwie sind die Ferraris sehr weit hinten. Steckdoser zweiter Ferrari. Ah, unser zweiter Ferrari ist wohl raus, habe ich gar nicht mitbekommen, okay. Oh oh. Gehen wir nochmal alle durch, ich weiß ja wo. Jetzt passiert. Oh, Max ist wieder führender. Max ist wieder führender. Hat sich seine Strategie erfüllt. Strategie von ihm oder von seinem Team hat sich erfüllt. Er ist als erster in die Box, als fünfter rausgekommen und ist jetzt wieder erster. Perfekt, perfekt. So muss es laufen. So, dann haben wir auf dem zweiten Platz den Launcher Day. Der war auch im letzten Rennen eigentlich sehr stark dabei. Ist aber dicht gefolgt von DJ Rick. Ich denke, das wird gleich ein Zweikampf zwischen den beiden. DRS ist aktiviert. Er baut sich schon mal ran. Schafft es dann auf der Ziellinie ihn zu überholen? Oder muss er in die Box, weil er noch Mediums hat? Beide haben Medium. Gehen vielleicht beide noch in die Box, weil sie beide am Start mit Mediums gefahren sind. Ja, noch nicht. Alles sehr knapp. Jetzt hoffe ich, schnellste Runde. Der schöne Forst India ist in einem Haas-Sandwich. Ich glaube, das gefällt ihm nicht ganz so. DJ Rick, er muss aufpassen. Er kommt aber immer näher mit offenem DRS. Und schafft er es. Er macht zu und hat es geschafft. Schönes Überholmanöver. Man musste natürlich der Haas abbremsen, sonst hätte es geknallt. Aber der Haas lässt nicht locker, er ist noch nah dran. Kommt gleich Konter oder tut der Partner gleich überholen? Weil der Partner vielleicht frischere Reifen hat. Also kluger wäre es, wenn er nimmt auf jeden Fall mit Windschatten mit der Partner. Aber klug wäre, wenn die miteinander kommunizieren könnten und vorbeilassen können. Oh, Colangelo ist rausgeflogen. Ja, aber durch dieses Kappeln der zwei Partner fährt jetzt DJ Rick weg. Und das ist das Problem, wenn du ein zusammengewürfeltes, also Zufallautos hast, da hast du nicht ein Partner, der vielleicht mit dir redet und sagt, oh, guck mal, ich habe Mediums, alte, abgefahrene, du hast
Super Softs, die du gerade aufgezogen hast. Frisch neu, ich lass dich vorbei, du überholst den anderen. Dann machen wir Teampunkte. Und das ist in der Saison nämlich anders. Da wird das oft gemacht. Aber jetzt ist er mit den frischen Super Softs vorbei. Und DJ Rick ist Zweiter. Und Itzhofi ist nah dran mit dem frischen Reifen. Ja, und da ist er vorbei, Itzhofi. Da ist er vorbei. Die frischen Reifen an beiden Medium-Reifen weg. Ich glaube, er fährt auch gleich den beiden davon. Ja, das war's. Dann gehen wir mal wieder auf andere. Oh, Patze fährt hier ganz normal. Die liegen auf dem 7. Platz. Batz, die wieder auf der 10. Davor hatte einen Red Bull. Das müsste nix sein. Schafft es Basti noch? Der Basti. Auf jeden Fall hat er jetzt DRS. Dieses Geräusch. Auf geht's. Überall Teile von anderen Autos. Aber ich habe noch keine gelben Flaggen gesehen. Das ist ein gutes Zeichen, dass das sich schon verändert hat. Dass jetzt nicht mehr die Autos so rumfliegen, liegen bleiben und gelbe Flaggen auslösen. Heute nicht mehr so. Das ist ein gutes Zeichen. Und das ist das Zeichen, dass 17.09. wahrscheinlich die Saison losgeht. Und jetzt ist er vorbei, der Basti, auf der 9. Wollte schon wieder, dachte schon, er zeigt gerade, er will wieder den Zuschauern Hallo sagen. In der gleichen Kurve. So, dich gefolgt auf dem 11. Platz ist der Diego. Der denkt sich auch, ach komm, ein Platz geht doch noch, ein Platz geht doch noch. Weißt du, der 11. Platz ist... Oh Mist, ich bin kurz davor, einen Punkt zu machen und... ich will unbedingt. Quivi auf der 14. Quivi hat es ein bisschen schwer hier irgendwie im Monza. Sind auch gute Fahrer im Feld, muss ich sagen. Aber dass er es so schwer hat, uiuiui. Quivi ist ja einer der Leute, der von der C1 angefangen hat letzte Saison. Aufsteigen sollte, dann in die, als Zweiter aufsteigen sollte in die B. Und direkt von der B abgeworben wurde in die A. Weil gesagt wurde, ey, Quivi, du bist so gut, fahr mit in der A. Und hier ist unser Erstplatzierte. Wir haben nur noch 14 Fahrer. Ja, 14 Fahrer ist nicht mal so viele Fahrer. Hier nur noch raus, dann haben wir nur noch Leute, die Punkte kriegen können.
Und er fährt und fährt. Wie viel ist denn Ezofi schon weg von ihm? 13,65. Ne, 13,623. Ezofi holt auf, Schritt für Schritt. Aber wir haben auch nur noch 3 Runden. Also, es wird schwer. DJ Rick auf der 3 hat 16,581 auf dem Führenden. Das wird auch sehr schwer noch einzuholen. Aber vielleicht holt er noch den zweiten Platz. Den hat er auf jeden Fall noch in Sicht. Launcher Day. Oh, 22,752 auf den Erstplatzierten mit Mediums. Oh. Launcher Day ist Dritter. DJ Rick hat die Session aufgegeben. Ah. Eben noch gesagt. Jetzt, ach Gott. Launcher Day ist jetzt auf der 3. Das heißt, DJ Rick ist Geist. DJ Rick ist ein Geist. Genau. Büttel auf der 5. Oh, hier. Oh. Es ist auf jeden Fall spannend zwischen Lutz und Büttel. Ach nee, das war gar nicht Büttel. Büttel hat den Geist vor sich. Denkt sich auch, oh Scheibengleister, vor mir fährt der Viertplatzierte als Geist. Ich fahre einfach gleich mal durch. Büttel drücke ich die Daumen. Also, gerade geiles Rennen von Büttel. Richtig stark. So, jetzt müsste Luzi noch vorbei. An den Geist. Dann haben wir den Patzer auf der 7. Vettel auf der 8. Basti auf der 9. Und Nick auf der 10. Aber wenn alles noch gut läuft, könnte Diego es noch auf die 10 schaffen. Ah, nee. Geister 10 glaube ich nicht. Deswegen wird Diego dann auf der 10 landen. Ja, wie war das? Oder war das nicht mehr als 50% gefahren? Dann zählt es auch. Ah. Werden wir alles sehen, was Diego dazu sagen will. Dann Geortex auf der 12, Armin auf der 13, Grievy auf der 14, Max immer noch im Ziel jetzt. Karierte Flagge. Dann kommt der Zweitplatzierte. Ezofi! Ezofi! Launcher Day auf der 3! Starkes Rennen von den beiden Haas-Piloten. Dann kommt Büttel, der ein richtig starkes Rennen gezeigt hat, auf dem 4. Platz. Büttel! War wirklich ein starkes Rennen für ihn. DJ Rick auf der 7 als Geist, das kann doch nicht. Das ist doch kaum. Vettel auf der 8. Vettel auf der 8 und auf der 9 dahinter der Basti. Und da kommt Diego auf der 11.
Wir sind mal gespannt, wie das ist mit einem, der rausgeflogen ist und als Geist weitergefahren ist. Das Rennen ist rum. Das Rennen ist rum. Da sind die drei Leute auf den ersten Platz hier. Max auf den zweiten Platz. It's Sophie. Und Lunch a Day auf der 3. Haas war sehr gut. Mit zwei Leuten oben. Yeah! Wirklich schönes Rennen.